Liebe Leute, herzlich willkommen zum Review und einem kurzen Tutorial über den GoPro 3,5 mm Mic Adapter. Und zwar ist er für die GoPro Hero 7 Black, 6 Black, 5 Black und auch die Session. Nicht ganz günstig, allerdings ist es auch der einzige, der leider nur funktioniert. Ich glaube, das hat viel mit Software zu tun. Also wenn irgendwelche schlauen Köpfe da draußen sind, die es besser machen können, macht es für weniger. Weil 65 Euro ist recht teuer, sage ich mal, nur damit ich jetzt ein externes Mikrofon an meiner GoPro befestigen kann. Ich verstehe eh nicht, warum ich das nicht von Haus aus machen kann. Wer braucht den HDMI-Anschluss? Na gut, nicht weiter aufregen. Dieses Teil kommt in die GoPro. Ihr könnt die GoPro, während ihr Filme aufnehmt, gleichzeitig auch wieder laden oder mit eurem Computer verbinden, weil hier ist ja auch wieder USB-C. USB-C hier, USB-C da. Und hier habt ihr die 3,5 mm Klinkenbuchse. So sieht das Ganze dann aus. Und ihr könnt viele externe Mikrofone benutzen. In diesem Video benutze ich dieses hier. Das ist das Rode VideoMic Pro. Dann habe ich hier das Rode VideoMic Micro. Das finde ich eigentlich ziemlich gut von der Verarbeitung her top. Und um den Dreh boah, so 40, 50 Euro. Und das soll es nicht gewesen sein, ich teste diesen Mic-Adapter auch an dem neuen Rode Wireless Go. Das ist dieses hier und da schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Das hier ist das Case, was ich euch empfehlen kann, in Kombination mit dem Mikrofonadapter und der GoPro Hero 7. In diesem Fall ist die 7er. Kostet nicht ganz so viel, ich glaube so zwischen 15 und 20 Euro auf Amazon. Den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Das Coole ist, hier passt der Mikrofonadapter rein, ist quasi mit drin versteckt. Dann habt ihr hier an der Seite den USB-C-Anschluss. Achtung, die GoPro ist natürlich jetzt nicht mehr wasserfest. Und oben habt ihr auch noch einen Blitzschuh, auf den dann die ganzen externen Mikrofone draufpassen. Und natürlich habt ihr auch Zugang zu all den Knöpfen, die um das Gehäuse herum sind. Einmal hier und einmal hier. Die GoPro geht relativ simpel raus. An der Seite gibt es diesen kleinen Hebel, nach unten drücken. Dann könnt ihr die Schiene rausdrücken. Und da ist dann auch schon eure GoPro. Nachdem ihr den Adapter in die GoPro gesteckt habt, geht ihr auf Einstellungen, scrollt etwas nach unten, da steht dann Eingang, Ausgang und dann wählt ihr aus, was für ein Mikrofon ihr benutzt. Ein aktives Mikrofon, um es mal einfach zu sagen, funktioniert mit Strom. Zum Beispiel das hier, hier ist eine Batterie mit drin. Und ein passives Mikrofon, das ist zum Beispiel das hier, funktioniert ohne Strom. Und dann könnt ihr noch auswählen, ob der Ton verstärkt werden soll oder nicht. Zum Beispiel hier Aktivmikrofon Plus. Daneben steht dann immer was. Unterstützt Aktivmikrofone und bietet eine Verstärkung von 20 Dezibel. Jetzt gehe ich mal nach unten, da steht nur noch AUX, Aktivmikrofon, Standardmikrofon und so weiter und so fort. Ich lasse es einfach mal bei Aktivmikrofon, wenn ich gleich das Rode VideoMic Pro benutze. Oder es gibt auch das Standardmikrofon und daneben steht dann unterstützt Passivmikrofone und bietet eine Verstärkung von 20 Dezibel. Oder ich kann einfach so Standardmikro auswählen und daneben steht unterstützt Passivmikrofone. Hallo. Hallo. Bisschen Wasser im Hintergrund, das ist das Rode VideoMic Micro. Viel befahren.
befahrene Straße in Frankfurt mit dem Rode VideoMic Micro. Weil die GoPro Hero 7 Akkus wie Bonbons frisst, immer eine Powerbank dabei haben und so einen coolen Selfie-Stick hier. Das Rode VideoMic Pro an der GoPro Hero 7 Black und jetzt haben wir den ganz normalen Modus drin, also nicht den Plus-Modus, also keine Verstärkung. Übrigens eine richtig coole Straße, um Fotos zu machen, Gutleutstraße in Frankfurt. Ihr habt überall diese Wände, ihr habt ein bisschen Industrie, ihr habt auch hinten alte Gelände, müsst ihr auf jeden Fall mal hinkommen. Ich gehe mal da drüber. Das gleiche Mikrofon und jetzt mit dem verstärkten Modus aus der GoPro. Coole Wand übrigens, oder? Hauptwache, Hauptwache. Das ist nach wie vor das Rode VideoMic Pro an einer halbwegs viel befahrenen Straße mit dem verstärkten Modus. Work, Life, Sleep, Balance und kauft auf jeden Fall viel Brechspanholz. Es hält auf jeden Fall richtig lange, vor allem wenn es um Umzug geht. Das ist das Rode Wireless Go an einer sehr viel befahrenen A66 in der Nähe von Frankfurt. Wir sind kurz vor der Rush Hour in Frankfurt. Wie gesagt, mal gucken, wie sich das Mikrofon gleich anhört. Ich hoffe, ihr hört noch einiges. Auf jeden Fall ist es ziemlich laut hier. Und ja, mal gucken, ob der Puschel hier was bringt. Das ist das Rode Wireless Go, getestet an der GoPro Hero 7 Black. Das ist nach wie vor das Rode Wireless Go, aber jetzt nutzen wir den verstärkten Modus. Das hier ist übrigens das interne Mikrofon eurer GoPro Hero 7 Black. Weil es wahrscheinlich am meistverkauftesten ist, habt ihr hier nochmal das Rode VideoMic Mikro an der GoPro Hero 7 Black. So Leute, jetzt machen hier, wir hier das wir machen jetzt hier das Thumbnail. Ach, ich bin wieder eure Great. Ich hoffe, ihr habt mich schon vermisst. Jetzt rede ich mal kurz nicht, damit es auch schön aussieht. Also tschüss. Also Leute, wenn ihr nach einer richtig guten Audioqualität sucht bei eurer GoPro Hero 7, ist der Adapter es auf jeden Fall wert. Wer jetzt einmal im Jahr ein Video damit dreht, vergesst es, spart euch die 65 Euro, denn dann ist es viel zu teuer. Wer allerdings regelmäßig filmt und Wert auf eine gute Qualität legt, der ist nun mal gezwungen, diesen Adapter zu nehmen. Wir können uns immer über den Preis streiten, außer da ist ein Chines, der es mal endlich schafft, einen Adapter herzustellen, der auch an der GoPro funktioniert, für 10 Euro. Solange das nicht der Fall ist, müsst ihr nun mal 65 Euro ausgeben. Vielen Dank an Greta, vielen Dank an mich selber, vielen Dank an die Zeit, die ihr gerade mit mir verbracht habt. Den Link zu all den Produkten, die ich in dem Video gezeigt habe, findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald aus Frankfurt. Ah, man kann nur noch mit Adaptern aufbauen.